Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich muss zum Krankenhaus. In Ordnung. Ich habe Ihr Gespräch mitbekommen. Die Grissom Akademie existiert nicht mehr. Aber als ich dort war, habe ich das hier gefunden. Was ist das? Ja, Sie sind zwar auf die menschliche Physiognomie ausgerichtet, aber mit einigen Änderungen sollten Sie auch für Asari funktionieren. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Danke. Bestellen Sie Materialien, Erzieher, dass die Upgrades für unsere Jägerin bei dem nächsten Landgang schon auf Sie warten sollen. Schön, Sie auf den Füßen zu sehen. Ja. Alles in Ordnung? Glaub schon. Ich habe Udina zugesagt. Spectre-Status. Mein Glückwunsch. Unwichtig, verglichen mit der Gesamtlage. Sind Sie bereit für die Verantwortung eines Spectre? Bisher ist es nicht real. Kommt sicher noch. Ich kenne meine Pflichten noch nicht. Alles ist ein einziges Chaos. Was halten Sie von der Sache? Sie haben eine beeindruckende Dienstakte. Sie verdienen das. Danke. Das von Ihnen bedeutet das viel. Er sagte, sobald ich hier raus bin, gibt's die offizielle Zeremonie. Und danach? Lust, wieder auf die Normandie zu kommen? Wenn ich gefragt würde, auf alle Fälle. Freut mich. Geht's Ihnen besser? Bestens. Bis auf den Papierkram, mit dem der Doc mich zumüllen wird. Tut mir leid, dass ich so abwesend bin, aber... Was ist denn? Nachricht von meiner Mutter. Sie konnten rechtzeitig fliehen. Das sind gute Neuigkeiten. Ja. Ist Ihre Schwester auf der Citadel? Ja, aber... Ihr Ehemann ist im Einsatz gefallen. Mein Beileid, Ash. Danke. Sarah hat das Militär nie interessiert. Wir waren bei ihrer Heirat alle sehr überrascht. Wie viele Familien werden wohl von den Reapern auseinandergerissen? Darüber will ich nicht nachdenken. Es ist so hoffnungslos. Sie trifft keine Schuld daran, Ashley. Aber ich bin doch ihre große Schwester. In den Klauen der Umstände habe ich weder gezögert noch geschrien. Nach den Hieben des Schicksals ist mein Kopf blutig, aber nicht gesenkt. Woraus ist das? Unbesiegt von Henley, Vaters Lieblingsdichter. Man soll nie aufgeben. Richtig. Meine Schwester will bei der Gedenkstätte ein paar Worte über den Wert der Familie sagen. Das wird hart. Informieren Sie mich, okay? Mach ich. Und danke, Shepard. Ziemlich ruhig hier oben. Die Menschheit hat einen schweren Schlag erlitten. Die Arcturus-Station, Hauptquartier der Allianz, ist an die Reaper-Streitkräfte gefallen. Erneuter Besuch? Sehr schmeichelhaft. Ich habe mir dann noch... Ich bin nicht mehr der... Und Sie wollen bestimmt gegen die Reaper vorgehen. Dafür brauchen Sie die Besten. Sie müssen nicht mit Kroganern ringen. Ich bin... Für mich ist er schon gekommen. Ich wünsche Ihnen... Für Sie auch. Vielleicht können wir... Flüchtlinge aus den von Reapern besetzten Kolonien wurden besucht.
Commander Shepard. Einen Moment, bitte. Ankunft in Andockbucht D-24. Ich habe gehört, wir sind unterwegs nach Tuchanka. Ich würde gern selbst sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Ich meine ja bloß. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nein, nicht nötig. In Ordnung.
Diese Absturzstelle ist ein Albtraum. Edie, versuchen Sie, Lieutenant Victus zu erreichen. Jawohl, Sir. Für einen turianischen Commander ist das... Nun, Ihr Kodex ist alles andere als nachsichtig. Und dass es sein Sohn ist, wirft ein schlechtes Licht auf den Primarchen. Vetternwirtschaft kann böse Folgen haben. Seltsam ist nur, der Primarch weiß das. Commander, ich muss in einiger Entfernung von der eigentlichen Absturzstelle landen. Und besser geht's nicht? Nein, Sir, aber die Reaper scheinen uns nicht bemerkt zu haben. Das Überraschungsmoment ist nicht verloren. Also gut, bringen Sie uns runter. Retten wir den Zug! Edie? Haben Sie Lieutenant Victus erreicht? Ja, aber die Verbindung ist miserabel. Stellen Sie durch. Hier ist Commander Shepard, Allianz Navy. Hören Sie mich? Hier, Lieutenant Tarkin Victus, neunter Zug. Wir wurden von Reaper-Heuschrecken in die Enge getrieben und erleiden schwere Verluste. Außerdem sind einige meiner Männer an der Abschlussflugbahn verstreut. Lieutenant, schießen Sie eine Leuchtrakete ab, damit wir sie finden. Gut. Die Lage wird jede Minute schlimmer. Meine Männer sterben. Hört sich übel an. Okay, los geht's. Das sieht... schlimmer aus, als ich befürchtet hatte. Eine turianische Geheimmission auf T'Chanka ist höchst seltsam. Gedanken dazu? Sie sind der Turianer. Sagen Sie es uns. Fragen Sie mich nicht, Lieutenant. Sehen Sie sie. Schnell, damit Sie keine Verstärkung rufen können. Überlebt und dann von einer Heuschrecke ausgeschaltet. Wurden sie getötet? Oder von Husks rausgezogen und gefressen. Okay, ich habe Sichtkontakt zum Feind. Und direkt dahinter liegt eine Rettungskapsel. Die Turianer stecken ganz schön in der Klemme. Der Feind weiß nicht, dass wir da sind. Überraschungsmoment auf unserer Seite. Gefällt mir. Genau. Also los. Thank you.
vorne ist noch eine Kapsel. Sehr gut. Niemand wird zurückgelassen. Victus muss man enormen Erwartungen gerecht werden. Im Militär von Palavin ist das ein großer Name. Man sagt, als Victus hat man den Krieg im Blut. So funktioniert es aber nicht immer. Man muss sich selbst einen Namen machen. Ich glaube, wir haben die Männer alle gerettet. Hier drüben. Hier drüben.
Hören Sie mich, Commander? Ich wiederhole. Hören Sie mich? Herr Shepard, was ist Ihr Status? Katastrophal. Commander, wann werden Sie eintreffen? Halten Sie durch. Wir sind unterwegs. Manek, wie ist unsere Geschwindigkeit? Bremsen online. Wir werden es überleben. Na toll. Fixes wird dafür bezahlen. Militärprozess oder gleich aufknüpfen? Wie soll Victus damit klarkommen? Wenn wir ihn finden, fragen wir. Thank you.
beeilen wir uns. Es ist wichtig, dass wir diesen Trupp nicht verlieren. Ich finde diese Politik zum Kotzen. Die Kroganer würden die Reaper doch mit Freuden von ihrem Planeten blasen. Die Feindschaft zwischen Kroganern und Turianern ist uralt und intensiv. Sie ist angeboren. Und ich brauche Ihre Zusammenarbeit. Also sollten wir die Lage nicht komplizierter machen, als sie ist. Ah!
Hier drüben. Lieutenant Victus? Commander Shepard, meine Männer und ich stehen in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie so viele gerettet haben. Was ist hier geschehen? Hat versagt! Halten Sie sich zurück, Soldat! Er trägt die Schuld am Tod dieser Männer! Ich sagte, halten Sie sich zurück! Hey, ich habe Ihnen allen gerade den Arsch gerettet und jetzt beruhigt sich erstmal jeder! Lieutenant, was geht hier vor? Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Das ist alles meine Schuld. Ich zog Vorsicht und Taktik einem Frontalangriff vor. Und meine Männer mussten dafür bezahlen. Meinen Sie den Absturz? Ja, genau. Wir konnten über Holo sehen, dass Reaper-Einheiten unseren Kurs blockierten. Ihn beizubehalten hätte schwere Verluste zur Folge gehabt. Also wählte ich eine sicherere Route, den Feind zu umgehen. Wir flogen tief und durch diese Ruinen. Als wir auf Widerstand stießen, hatten wir keinen Platz mehr für Ausweichmanöver. Plötzlich steckten wir mitten in einem Kampf ums Überleben, den viele meiner Männer verloren haben. Es braucht Mut, Fehler zuzugeben, aber man muss drüber wegkommen und weitermachen. Ich weiß, aber es ist noch so frisch. Unsere Mission ist jedenfalls fehlgeschlagen. Sobald die Verletzten stabilisiert sind, kehren wir zur Flotte zurück. Sie geben Ihre Mission auf? Wir haben über 30 Mann verloren. Es wäre Selbstmord. Was hatten Sie hier eigentlich genau vor? Es gibt eine Bombe auf diesem Planeten. Wir sollten sie entschärfen. Eine Bombe? Wie groß? Gewaltig. Cerberus hat sie. Lieutenant, wenn Cerberus diese Bombe hat, müssen Sie Ihre Mission zu Ende bringen. Haben diese Männer nicht schon genug geopfert? Ich verstehe das. Man kann kein schwereres Opfer verlangen, aber Ihre Männer haben sich dazu verpflichtet, es zu bringen. Genau wie Sie. Meine Männer sind fertig, Commander. Selbst wenn ich die Mission abschließen wollte... Sie wollen es nicht. Es ist Ihre Aufgabe, sie dazu zu bringen. Und wie? Ihr Opfer bedeutet, dass andere nie mehr durchmachen müssen, was Sie heute hier durchgemacht haben. Erinnern Sie sich daran, dass dieses Opfer ohne jede Ehre ist, wenn die Mission fehlschlägt. Männer, ich weiß, was heute hier geschehen ist. Aber wir müssen weitermachen. Nein, müssen wir nicht. Wen interessiert schon ein paar Kroganer-Leichen? Es ist vorbei. Wir sind Turianer und werden einen Triumph von Cerberus nicht zulassen. Unser Opfer bedeutet den Unterschied zwischen Leben und Tod für die gesamte Galaxie. Alle sollen sich daran erinnern, dass die Helden des 9. Zuges ihre Pflicht tapfer erfüllt haben. Also Männer, das Shuttle wird jede Minute da sein. Wir ziehen ab. Commander, kommen Sie mit uns. Wir sind nur noch eine Rumpfeinheit. Wir können jede Hilfe brauchen. Senden Sie den Navi-Punkt. Mal sehen, was geht. Danke. Das gibt uns Zeit, ein wenig Aufklärung zu betreiben und zu sehen, womit wir es zu tun haben. Victus, Sie haben jetzt eine zweite Chance. Lassen Sie Ihr Opfer nicht vergebens sein. Verstanden, Commander. Hoffentlich sehen wir uns dann am Treffpunkt. Cerberus-Bombe? Was zum Teufel ist da los, Commander? Und was haben die Turianer damit zu tun? Die Koordinaten von Victus liegen im Kerfik-Tal, einem dicht besiedelten Gebiet. Mehr weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Was schlagen Sie vor? Der Primarch soll auspacken. Das kroganische Militär alarmieren? Noch nicht. Wir wissen zu wenig.
Bis zur Heilung sind die kroganisch-turianischen Beziehungen angespannt. Kein Risiko. Und diese Bombe? Wie viele Truppen setzt Cerberus dabei ein? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass... Wir dürfen die Bombe nicht detonieren lassen. Informieren Sie mich, Packard Ende. Primarch Victus. Beeindruckende Arbeit auf T'Chanka. Ich bin dankbar, dass Sie... Primarch, warum haben Sie mir nichts von der Cerberus-Bombe gesagt? Wieso das Verheimlichen? Was verschweigen Sie mir noch? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Unser Bündnis funktioniert nur über Vertrauen. Unsere Freundschaft ist neu, Commander. Würden Sie mir Informationen anvertrauen, die Ihr Volk oder die Erde in Gefahr bringen? Warum sollte ich unser Bündnis durch Lügen gefährden? Das ergibt keinen Sinn. Entscheidungen wie diese bedrücken mich. Als ich General war, konnte ich sie der Befehlskette beantworten. Aber jetzt habe ich nur noch mich. Verstehen Sie mich? Natürlich. Und? Und das wär's. Moment, eins noch, Commander. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Shepard, Tests verifiziert. Synthetisierung für allgemeine Immunität der Kroganer möglich. Gut, dann nehmen Sie Ihr Messer weg. Ist es fertig? Nein, Übertragungsvektor fehlt. Heilmittel nur sinnvoll, wenn gesamter Spezies verabreicht. Sie haben doch Ideen, Mordin. Sie haben die Genophage schon einmal verändert. Es muss einen Weg geben. Möglichkeit besteht immer. Aber zeitbegrenzt. Kann neuen Infektionsstamm nicht von Grund auf neu erstellen. Grundwasser zu langsam, freiwillige Impfung riskant, Population zu verstreut für Luftübertragung, außer, Moment, natürlich. Der Mantel, konstante Verteilung von Luftpartikeln, von Salarianern zur Reparatur der Atmosphäre von T'Chaka gebaut. Auch von Turianern benutzt. Wir haben damit insgeheim das Genophage-Virus verbreitet und so die kroganischen Rebellionen beendet. Ich wäre vorsichtig damit, wem Sie das erzählen. Manchmal verstehe ich, warum die Kroganer wirklich jeden erschießen wollen. Es waren verzweifelte Zeiten. Ja, ja. Aber jetzt nützlich. Original-Genophage-Stamm noch in Mantelanlage gelagert. Als Übertragungsvektor benutzen und dann über Mantel ganz T'Chanka mit Heilmittel bedecken. Sie kluger kleiner Pijack. Das ist unsere Chance. Los, machen Sie jetzt alles bereit, Mordin. Ja, bereit, wenn Sie mich brauchen. Bin bis dahin mit Eva in Krankenstation. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Shepard, Sie haben doch bestimmt schon die Galaxie von den Reapern gesäubert und wir können alle wieder auftauchen. Nicht ganz. Es gab kleinere Komplikationen. Die gibt's immer. Packard hat mich über den Tegel informiert. Klingt, als müssten Sie noch ein paar Knoten entwirren. Zum Glück konnte ich einen davon bereits lösen. Sie und Kaylee Sanders standen sich ja wohl nahe. Dafür schulde ich Ihnen etwas, Shepard. Kaylee und ich trafen uns vor fast 20 Jahren. Wir sind sogar auf Saren in seinen Anfängen gestoßen. Sie und ich standen uns mehr als nah. Sie vermisst sie. Ich sie auch. Das Ende der Welt erinnert einen daran, was man alles nicht gemacht hat. Vielleicht werden Kaylee und ich nach dem Krieg daran etwas ändern. Sie sehen sie bald wieder. Hoffentlich. Aber Sie haben jetzt ein größeres Problem. Eine Galaxie voller verschreckter Bürokraten. Ich weiß nicht, wie Sie die Politik ertragen. Mir geht sie auf den Nerven. Haben Sie mir den Job nicht gegeben? Stimmt, es tut mir leid. Denken Sie daran.
Je mehr die sich beschweren, desto mehr haben sie schon erreicht. Was ist mit Ihnen? Wie läuft's auf der Erde? Ich erspare Ihnen die Details. Sagen wir einfach, viele Städte auf der ganzen Welt melden sich nicht mehr. So schlimm? Wir beide wussten, was uns erwartet, aber alle anderen haben den Schock noch nicht überwunden. Sind Sie in Sicherheit? Das ändert sich stündlich. Ich kam mit einem Shuttle aus Vancouver raus und jetzt geht's von Loch zu Loch, nur um am Leben zu bleiben. Was ist mit den Reapern? Sie ernten alles, was sich bewegt. Aber hauptsächlich in den Großstädten, was uns etwas Bewegungsfreiheit gibt. Glauben Sie, sie halten durch? Momentan sind wir froh über jeden Funkkontakt und organisieren den Widerstand auf regionaler Ebene. Aber es gibt genug Freiwillige. Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Ich sehe den Sieg noch nicht, aber er wird kommen. Und wenn ich dabei draufgehe? Der Tod hat sie bisher nicht aufgehalten. Aber fordern wir das Schicksal nicht heraus. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Sir. Wir reden bald wieder. Anderson, Ende. Thank you.